Yo, Freunde, herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Runde des Biolanki. Ja, ich werde jetzt diesmal auch wieder im Dschungel starten, wie im letzten Part verabredet. Und bin mal gespannt, ob wir es diesmal wieder zur Eisregion schaffen. Ich weiß nicht, ob wir das packen, aber man wird es auf jeden Fall sehen. Ich finde es so lustig, dass hier so ein Frosch rumhängt. Verschwinde! Wie weit die Dinger auch fliegen. Von daher mal gucken, ob wir jetzt reinkommen, dass sie gut durchkommen. Heieiei, die Toten sind rastlos. Das heißt, hier gibt es wieder Zombies. Und direkt einen Shop von Anfang an. Okay, ist natürlich jetzt super, dass ich mir jetzt hier nichts leisten kann. Ich hasse dich. Ich könnte ihn ja mal wieder zum Ausrasten bringen. Mir ist mal aufgefallen übrigens, dass ich in... Wie viele Parts hatte ich jetzt? 5, 6, 7? Irgendwie sowas rum. Oder 5? Ich habe keine Ahnung gerade. Okay, da ist eine Spinne drin. Schon zweimal das geschafft habe, den Ladenbesitzer aufzuregen. Ich habe keinen Plan, wie ich das geschafft habe. Okay, da will ich auf jeden Fall hoch, weil wir brauchen die Kohle. Ah, da ist eine Schatztruhe. Komm. Geh weg. Nice. Wir haben schon mal 4000 Geld. 6000 Geld. Ich würde am liebsten noch ein kleines bisschen einsammeln. Hier haben wir nichts, ne? Doch, da oben ist noch was. Damit ich ein bisschen was im Shop einkaufen kann. Falls ich dort jetzt überhaupt noch hinkomme. Ich glaube nicht, ne? Aber wir haben noch ein Seil. Also wir würden uns ja dort dementsprechend eh Seile kaufen. Was ich mal ausprobieren möchte. Die kleinen Fische tun mir nichts, ne? Okay, die tun mir nichts, alles klar. Ja, die bösen Piranhas halt. Okay, da müsste ich halt echt weit runter jetzt. Ach komm, ich kaufe mir jetzt trotzdem... Oh, fuck, das war scheiße gesetzt, ehrlich gesagt. Da komme ich jetzt, glaube ich, nicht mehr hoch, ne? Kacke! Na, egal. Egal. Ich gucke jetzt gerade nochmal ganz kurz, wie teuer die jetzt waren. Okay, 3000 und... Okay, ah, nice. So. Hat sich wenigstens ein bisschen gelohnt. Auch wenn ich ein bisschen was verbraucht habe, aber hey. Okay, du bist auch eine fucking Spinne. Okay, da ist die Verity Lady. Okay, da ist direkt schon der Ausgang, what the fuck. Stirb. Ja, kannst du mir das auch sterben? Oh, fuck. Nee, bevor ich irgendetwas mache, ich werde erstmal die Frau retten. So. So. Na komm. So, da haben wir schon mal ein Leben sicher. Mit dort doch, was zum Fick bist du? Alter! Du hältst ja mehr als einen Schlag aus! Nosferatu! Oh nein, 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 nein! Ich möchte jetzt mal wissen, wie viel der jetzt aussieht. Ach du Scheiße! Der hält auf jeden Fall mehr aus. Okay, nochmal Seile. Alter, wie viel hält der bitte schön aus? Und wo ist die Statue hin? Och nö! Bitte komm von links. Okay, der kommt von links. Das heißt, ich kann hier auf jeden Fall noch vorbei. Alter! Nice! Okay, was bist du? Vampir, ein untoter Blutsauger mit übermenschlichen Kräften, der sich in eine Fledermaus macht. Okay. Was bist du? Okay, ich lese gleich direkt, was es ist. Ach du Scheiße. Objekte. Wo haben wir dich? Ich würde gerne wissen, was das ist, aber ich habe auf jeden Fall gesehen, dass ich damit anscheinend hin und her schweben kann, beziehungsweise mich gleiten lassen kann. Wie flott es erlaubt ist, dir in der Luft zu... Echt? Ach so. Hui! Hui! Ah, warte. Hui! Nice. Das Doofe ist natürlich, wir haben jetzt nur noch ein Leben, weil ich mich ein bisschen doof angestellt habe. Hey, dieses komische Nosferatu, den kann ich bisher halt leider noch nicht. Okay, das ist ein bisschen gewöhnungsbedürftig, ehrlich gesagt, weil ich... Obwohl, es geht. Ich muss mir einfach nur dran gewöhnen, die ganze Zeit die Sprungtaste dann gedrückt zu halten. Stirb, du Scheißaffe. Da oben hängt noch ein Affe, ne? Okay, das war ein Affe. So. Ah, diese Stacheldinger, ne? Die nerven so hart. Nein! Oh Gott. Jetzt hat er auf einmal nicht geschwebt. Geh weg, du komisches Ding. Der kleine Frösche fresst ihn nicht, ne? So. Oh Gott, ich hasse diese Lianen. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ja, aber ich muss mich halt echt an die Snow. Bitte, bitte nicht. Nein, 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 nein. Oh Gott, ey. Ja, dann hauen wir mal einen schnellen Neustart direkt hier raus. Unlucky Runde, aber hey. Aber hey. Ich habe jetzt eh nicht direkt erwartet, dass ich jetzt direkt ein wiederholten Mal zum Eis, zu den Eishöhlen komme. Ich nenne sie jetzt einfach mal so. Ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung, wie die heißen. Okay, wieso bist du tot?
benutze ich jetzt einfach zum Werfen. Das mache ich jetzt einfach mal. Ich frage mich auch, wie die werte Lady hier... Stirb. Wie die werte Lady es schafft, hier so einen riesen Klotz hochzuheben. Ja, ich bin ja jetzt, ich bin da am besten jetzt einfach da oben rein. Da oben haben wir jetzt soweit nichts. Kann der Frosch jetzt sich nicht mal selber umbringen? Ich das eben. Okay. Stirb. Ja. Wurde einfach gefressen. Alles klar. Ist da oben was? Stirb. Ja, natürlich ist da oben nichts. Wieder ein Seil verschwendet, aber hey. So. Stirb, die scheiß Pflanze, ey. Ich weiß doch nicht, wie viel Leben die hat. Und da unten ist schon wieder ein Shop und ich habe schon wieder keine Kohle. Wieso kommt der Shop immer dann, wenn ich keine Kohle habe? Nice. Gib mir den Bumerang. Ja, ich kann mir davon jetzt eh nichts leisten, außer vielleicht ein paar Bomben. Von daher spare ich mir das jetzt gerade mal. Wie mache ich das jetzt am besten? Kann ich hier eigentlich am Rand stehen? Oh, nice. Okay, das ist gut zu wissen. Ey, das kann ich doch jetzt gerade nicht bringen, Mensch. Vorhin in der Runde komplett ausgerastet, bis zum Eis gekommen, kaum gestorben. Alter, fick dich einfach. Okay, einfach ein bisschen Konzentration, Freunde. Einfach ein kleines bisschen Konzentrationes. Da muss ich auch mal wieder eine Ründchen haben, wo man ein bisschen verkackt, ne? Okay, da haben wir wieder die werte Lady. Ich glaube, die wird sonst zu teuer sein. Kohle. Nice, da ist wieder das eine Ding. Das würde ich echt gerne mitnehmen, ehrlich gesagt. Oh oh, das ist eigentlich voll der grausame Tod. Es tut mir leid, werter Skelettkopf. Oder was auch, ich nenne mich jetzt einfach Skelettkopf. Ach so, dann kommt der direkt. Ach du Scheiße. Okay, ich dachte nämlich vorhin wäre das einfach, also vorhin in der Aufnahme wäre das einfach Zufall gewesen, dass der Geist zu dem Zeitpunkt auch gekommen ist, aber alles klar. Das heißt, ich muss jetzt irgendwie halt damit klarkommen und schnell hier irgendwie rauskommen. Oh Gott. Ach du Scheiße. So. Okay, wir sind gewichst vor allen Dingen. Das war eigentlich das richtige Wort, was ich sagen wollte. Wir sind fix an ihr vorbeigekommen. Eigentlich doof, dass ich jetzt keine werte Lady mitnehmen konnte, aber das war ein Batzen Geld jetzt gerade mal wieder. Das nehme ich doch gerne an mich, Freunde. Okay, die gibt's nicht. Chili Jazz-Musik im Hintergrund. Falls es Jazz ist, ich habe keine Ahnung von Jazz. Aber alles, was so leichte Trompeten hat, ist für mich... Oh Gott, kam da auf einmal so ein fucking Frosch angeflogen. Oh Gott, das wird jetzt... Oh nein, ich wusste, dass es schief geht, ich wusste, dass es schief geht! Wieso hat es jetzt gerade nichts gemacht? Manchmal hasse ich mein Leben, ne? Das ist... Besonders in solchen Momenten, wo man sich dann einfach nur denkt, du drückst alle möglichen Tasten, aber es klappt einfach nichts. Ja, aber gut, wie gesagt, dann nehmen wir das jetzt hier einfach mal als kleine Chili-Milli-Runde. Man muss ja auch nicht immer perfekt sein. Ich denke, bei jeder Projekt wird auf jeden Fall... Ersäufst du da unten nicht? So ganz zufällig. Du hockst sie bestimmt schon seit Jahrhunderten, oder nicht? Ja, aber ich denke mal, es werden auf jeden Fall noch einige Parrots kommen, weil da wird jetzt auf jeden Fall so ein... Man stirbt von den Dingern? Das hatte ich bisher auch noch nicht. Okay, man lernt aus seinen Fehlern, Freunde. Vollgeschleim, mir schmilzt das Fleisch vom Knochen. Aber ich denke mal, so wie es geplant ist, wird das Projekt ja auf jeden Fall eine längere Zeit auf jeden Fall laufen. So immer so zwischendurch kommen. Weil das ist einfach so, ich weiß halt nicht, ob ich das so als Projekt zum Labern nehmen sollte oder ähnliches. Ich habe keine Ahnung, weil es sollte ja auch noch ein Minecraft Together kommen, zum Beispiel. Wo ich halt eigentlich labern kann über Team etc. pp. Und was hier hängt da irgendwie in der Luft? Ich habe keine Ahnung. Aber das hat sich noch sehr weit nach hinten verschoben, weil der Typ, mit dem wir es machen, Volteen, doch momentan nicht so Bock auf Minecraft hat. Von daher verschiebt sich das jetzt alles ein bisschen weiter nach hinten. Was eigentlich schade? Was bist du da unten? Hängt irgendwas? Und von daher verschiebt sich das zum Beispiel mit dem Lagerprojekt ja halt auch noch ein bisschen nach hinten, aber naja, passt ja schon. Also ich habe ja auch noch ein blues Labyrinth, falls mir irgendwas auf den Herzen liegt oder ich rede einfach über irgendetwas in den Themen, in den Folgen oder sowas. Da kann man
kann ich auch noch hin. Ich rede halt einfach über irgendetwas hier in den Folgen oder sowas. Auch wenn, wie gesagt, es gibt nur Leute, die Pokémon gucken, es gibt nur Leute, die Secret of Mana gucken, es gibt nur Leute, die sonst was gucken. Da ist es eigentlich relativ sinnlos, dass ich halt bei manchen Spielen halt eigentlich über etwas rede und der Baum guckt mich voll böse an. Ihr seht das vielleicht gerade. Und da ist es eigentlich relativ sinnlos, wenn ich dann über irgendetwas rede, aber... Weil es ja halt eh nicht alle mitbekommen. Ich sollte Vlogs machen. Ach du Scheiße, fuck, das wollte ich nicht, sorry. Aber ich möchte auf jeden Fall den Weg hier wieder freiräumen. Ja, hier ist auch viel Kohle. Nice, Seile. Ach, du bist wieder so ein komisches Ding. Fuck. So, dann haben wir dich auf jeden Fall schon mal erfolgreich eingesperrt. Der Ausgang scheint dort unten irgendwo zu sein. Ich weiß halt nicht, ob ich dort jetzt wieder direkt hinkomme. Na, genug Bomben haben wir auf jeden Fall dafür. Ist der direkt hier unten? Oh, oh. So, okay, hier brauche ich auf jeden Fall ein Seil. Okay, der Eingang ist direkt hier unten. Da stirbt. So. Ich weiß halt jetzt nicht, ob ich jetzt erstmal gucken sollte, ob ich den Rest halt irgendwie stirbt. Rest halt erstmal einsammeln sollte an Geld. Keine Ahnung, aber im Endeffekt bringt das da oben eh scheiße viel Geld. Von daher brauche ich jetzt eigentlich dort nicht doof rumgucken, sondern ich nehme jetzt einfach diese scheiß Schädel mit. Warte, der würde jetzt so oder so kommen. So. Pack ihn jetzt einfach dort unten rein, weil da brauche ich jetzt nicht noch mehr Kohle mitnehmen. So. Dort ist jetzt soweit eh nichts mehr. Weil dort könnt ihr ja zum... Ach genau, diese Altare sind genau dazu. Och du Gott, da kommen doch sogar zwei Geister. Alter, willst du mich verarschen? Stimmt, auf diesem Altar rechts, was ich gerade gesehen habe, konnte man, glaube ich, die Frau gegen, ich weiß nicht, gegen irgendwas, irgendetwas opfern. Gegen was habe ich leider wieder vergessen. Oh. Oh, ja, die Lady ist schon dort. Ach du Scheiße, ich stirb doch einfach. Ich wollte doch nur diese Scheiß... Okay, wie komm ich jetzt unten wirklich? Ach du Scheiße. Okay, wir haben es geschafft. Wo ist der Ausgang? Irgendwo dort weiter unten. Das heißt, die Lady muss ich jetzt auf jeden Fall schon mal mitnehmen. So. Da ist ein Shop. Ach, da ist wieder das Gedrehrad. Okay, da komme ich aber selber jetzt, glaube ich. Ach du Scheiße! Na komm. So, ich würde gerne auf jeden Fall Glücksrad spielen. Wir haben ja jetzt genug Kohle. Ach, das Geschenk ist jetzt gerade mal irgendwelche Seile. Ich habe bisher noch nie Glück bei dem Scheiß gehabt. Vor allem, es bringt jetzt gerade eigentlich gar nichts, dass ich jetzt hier so ein paar fucking Seile mitbringe. Mitnehme. Okay, ich schalte jetzt eh wieder auf Dingens. Und wie viel bekomme ich? Okay, ich bekomme das Doppelte. Da oben sehe ich gerade, da oben ist wieder das Geldding, aber ich kann ja hier auf dem Rand stehen. Wie ihr gesehen habt, konnte ich auf dem Rand stehen. Oh Gott, ja, okay, die Folge auf jeden Fall, Freunde, die wird jetzt ein paar Fails, aber hey. Okay, stirb einfach. So, und ich schwitze auch gerade leicht. Es ist momentan etwas sehr warm. Och Mann, ey. Please. Das Dumme ist jetzt, wenn ich jetzt mega lange brauche, wird die Folge halt einfach mal zig Millionen Minuten lang. Aber hey, da machen wir einfach dann mal. Okay, da unten sind keine Viecher drin, ne? Von daher, falls ich jetzt nochmal direkt sterbe, das ist dann auch die letzte Runde. Aber hey. Da haben wir mal viele Tode im Dschungel und ihr habt dann auch mal viel vom Dschungel gesehen. Da kann man ja auch mal machen. So, okay, da sind ganz viele Piranhas. So. Nee, auf jeden Fall ist es halt momentan der Montag nach der Gamescom und... Jetzt fängst du langsam an, momentan warm zu werden bei uns. Sagt über die nächsten paar Tage, bis Ende nächster Woche, glaube ich sogar, soll es irgendwie über 30 fucking 30 Grad werden.
Ich freue mich drauf. Wir haben momentan nur einen Ventilator, einen funktionierenden Ventilator zu Hause. Und der steht momentan da bei meinem Bruder, damit er seinen PC kühlen kann. Oh fuck. Bin ich daneben gesprungen. Und das heißt, ich müsste mir eigentlich mal einen neuen Ventilator kaufen, aber irgendwie vergesse ich das immer. Vor allem momentan war ja auch noch so gut wie kein Sommer. Oh Gott, verpiss dich doch einfach zu viel. Aber momentan ist es halt einfach bei mir so, ich brauche momentan keinen Ventilator. Einfach aus dem Grund, weil ich dann einfach nachts einfach durchlüfte und dann ist es halt irgendwie bis 15, 16 Uhr wenigstens einigermaßen warm und die Rest des Tageszeit, also irgendwie bis 21 Uhr, bis ich wieder durchlüften kann, wo die ganze schwüle Luft bei mir auch noch halt reinkommt. Ich habe natürlich auch noch das Problem, dass ich in einem Kessel, also was heißt Kesseldorf lebe, also Kesselbergmäßig hier, falls ihr wisst, was das meint, also dass ich eingekesselt bin von Bergen, obwohl ich ja generell schon ziemlich hoch liege. Und da staut sich dementsprechend so fucking viel Hitze drin, ne? Okay, ich möchte auf jeden Fall Bomben mitnehmen, denke ich. Waffen brauche ich nicht. Momentan auf jeden Fall noch nicht. Okay, da sind wieder diese Giftblasen, verdammt. Auf jeden Fall ist so ein Kesselberg und das ist halt echt kackennervig, das glaubt ihr nicht. Einfach nur, weil hier sammelt sich die ganze, na komm, die ganze schwüle Luft einfach. Und sprich, 30 Grad fühlen sich hier einfach an wie 45 oder sowas. Oh oh, geh weg. Ach, diese scheiß fucking Schnecken machen. Diese Kacke, nein, 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 verpiss dich. Sei dir gegönnt, dass du dort gestorben bist. So. Mal kurz konzentrieren. Okay. Also keine Ahnung, ob ihr das halt nachvollziehen könnt, beziehungsweise kennt. Aber... Nein, 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 nein. Und ich wollte doch gerade rennen. Ich weiß nicht, ob ihr es nachvollziehen könnt, aber es ist einfach halt generell kackenwarm, wenn man in so einem eingekesselten Dorf wohnt, weil selbst Wind kann da dabei nicht helfen. Das ist einfach so doof. Na gut, Freunde, das war auf jeden Fall, würde ich mal sagen, eine ziemlich randomige Folge. Ich bin oft gestorben. Das lag vielleicht einfach an der Unkonzentriertheit oder weil ich mich einfach übernommen habe von letzter Runde, weil ich halt einfach so weit gekommen bin und ich denke jetzt so kacken easy jetzt alles. Aber gut, Freunde, das war's dann auch erstmal mit der Runde Spelunky. Ich hoffe auf jeden Fall, dass ich in der nächsten Runde wieder ein bisschen mehr Glück haben werde. Beziehungsweise, ich muss einfach besser spielen. Ich muss nicht sagen, dass ich mehr Glück habe, ich muss einfach besser spielen. Na gut, Freunde, danke schön, dass ihr auf jeden Fall noch dabei seid, mir beim Fail zuzuschauen. Und wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder, wenn es wieder heißt Let's Play Spelunky. Oder rein, meine Freunde, schönen Tag noch. Tschüss.